Oh, ich fehle immer noch so viele Lichtwurzeln auch. Gerade mit 53 Lichtwurzeln, das ist. Das ist, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte. So. Hey, wenn ich hier schon bin, ich muss direkt mal gucken, ob ich nicht noch irgendwelche Klamotten verbessern kann bei der großen Fee. Ob wir irgendwas verstärken können. Wenn wir schon mal da sind. Alter, guck mal, es ist der Weißdrache. Ja, dein Geruch, mein Süßer, kommt mir bekannt vor. Ja. So. Ah. Du brauchst einfach nur Elektrofrüchte? Weiß ich jetzt nicht. Oh, die Untertagehose. Wie wär's denn damit? Oder das Jäger. Jägeranzug? Oder das hier? Mach mal mal das da. Krötenanzug. Da fehlt mir auch noch immer die Kopfbedeckung. Oder die kriegt schon wieder einen Orgasmus, die große Fee. Die ist ja schon wieder so notgeil. Beherrsch dich mal ein bisschen. Ist ja mal gut jetzt. Eieiei. Ey, die Synchronsprecher von der großen Fee, die müssen sich auch so blöd vorgekommen sein. Ja, stöhnen einfach ein paar Mal ins Mikrofon, das passt schon. So oder so ähnlich wird das wahrscheinlich in dem Skript drin gestanden haben. Oh shit. Oh, nicht schon wieder! Zu spät. Leute, einfach zu spät. Oh mein Gott. Aber jetzt haben wir die Untertagehose auf Stufe 4. Hi. Ja. So, was haben wir denn hier noch die? Ah, guck mal, das haben wir ja auch noch. Muss das eigentlich jetzt gerade alles sein? Eigentlich ja nicht so wirklich, wenn ich immer nur mit denselben Sachen rumlaufe. Nee, lass mal. Passt schon. Bye! Ich finde, grimmiger Gott hat das doch eh das beste Outfit. Erstens sieht das saugeil aus und dann haben wir einfach dreifache Angriffskraft. So, jetzt ist die Frage: Kommen wir von hier an diese Stelle? Wahrscheinlich eh nicht. Wahrscheinlich eh nicht. Aber wie kommt man denn sonst dahin? Das ist nämlich gerade das Doofe ist, man sieht ja hier, wenn es hier so schwarz ist, dann ist das eine Wand, eine unüberwindbare Wand. Das heißt, man kann von hier nicht dahin, man muss irgendwie von hier irgendwo dahin. Ich habe keinen Plan, wie. Oh, wen haben wir denn da?
aufstehen, es gibt Frühstück. Oh, geil, ne, Spaß, es gibt schon Mittagessen. Es gibt gegrillten Hinox-Hintern. Oh, die Kraft des Masterschwerts geht zur Neige, ich darf es nicht übertreiben. Das hat ja leider wieder einen, meiner Meinung nach, total unnötigen, dummen Cooldown. Genau wie in Breath of the Wild haben sie nichts geändert. Wenn man das zu oft einsetzt, das geht zwar nicht kaputt, aber irgendwann auch das, glaube ich, ich weiß gar nicht, waren das 10 Minuten oder so, bis man es wieder benutzen kann. Schrein in der Nähe. Oh. Wo? Wo ist er? Wo ist der Bannschrein? Ja, wo ist er denn bloß? Hey, hast du einen Bannschrein gesehen? Er wusste wohl nichts. Er wusste wohl wirklich nichts. Warte, hier schlägt es ein bisschen stärker aus. Ist der hier? Hey, der muss versteckt sein. So, jo, hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Aber hier, der Usas Umschein ist irgendwie gar nicht da. Na sowas. Das ist das erste Mal, dass wir so eine Art Schein, wo wir einen Kristall finden müssen, auf der Oberfläche haben. Die waren sonst eigentlich immer im Himmel. Die waren immer auf so Himmelsinseln, wo wir... Schein auf dem Satori-Berg. Das war sonst immer auf einer Himmelsinsel, wenn es geheißen hat, jo, bring halt den Kristall dahin und dann taucht der Schrein auf. Jetzt ist das zum ersten Mal auf der Oberfläche der Fall. Da gehen wir noch rein, oder da gehen wir rein. Entdeckt. Höhle unterm Satori-Berg. Scheinbar ist das gute Ding auch irgendwo hier unten. Warte mal, hat der den um den Hals? Der Hinox da. Jo, das Licht zeigt genau auf. Warte mal, der trägt den doch safe wie so eine Halskette jetzt, oder? Weil der Lichtschatz zeigt genau auf ihn. Der Lichtschatz zeigt genau auf den dicken Typen und da oben ist wieder so ein... Hm? Das ist auch mal eine geile Idee. So, Tulin, du kannst aber auch gerne mal wieder, ne, bisschen Pause machen. Das finde ich, das ist aber auch mal eine coole Idee. Deswegen ist das auch hier so kreisrund aufgebaut. Aber erstmal, warte. Mayo Signum. 9 Stück. Sehr schön. Maxi-Trüffel.
Der geht hier einfach spazieren. So, für den brauche ich schon ein bisschen was Besseres. Wie wär's mit Eis oder mit Feuer? Hm? Der trägt den wirklich wie eine Halskette. So, das ist eigentlich mal ein hübsches Bild. Also, so hübschen Hinox nun mal gerade mal so sein kann. Oh, scheiße, mein Auge, Oma! Und du bist auch schon tot. Fetti, du bist tot. Ja, Leute, das war nur ein roter Hinox, der ist der Schwestervertreter seiner Art. Ist eigentlich wie bei den Bockblitz, ne? Vom Stärke-Level her. Der ist rot, dann blau, dann schwarz und dann silber. Und dann eigentlich theoretisch sogar Gold, aber ich glaube, goldene Gegner gibt es hier keine in dem Spiel. Die gab es in Breath of the Wild auch nur im Master-Modus. Dieses Spiel hat noch keinen Master-Modus, falls es überhaupt einen bekommt. Aber an und für sich war das jetzt eine richtig coole Idee. Einfach mal so ein Hinox, so eine Halskette machen, wo er den Stein einfach mit sich rumträgt. Und dann muss man den ja zwangsweise töten. Kann sein, dass das jetzt auch wieder so ein Rauchus Segenschrein ist. Werden wir gleich sehen. Aber wie gesagt, normalerweise hatten wir diese Art von Schrein eigentlich immer nur oben auf den Himmelsinseln. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf der Oberwelt so einen Stein finden müssen. Bitteschön. Da ist das gute Stück. So, das kann man skippen. Die Cutscene, das kennen wir doch schon. Auch immer dieselbe Animation. Und rein da. Schrein auf dem Satoriberg. Geschafft. Tatsächlich. Es ist mal wieder Rauhus Siege, der Usas Umschrein. Mächtige Solanium-Lanze. Hm. Ach komm, dieser Topaz-Stab ist ja irgendwie auch ein bisschen Trash. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Das ist jetzt Schrein Nummer 102 bei mir. Und das bedeutet, es fehlen jetzt immer noch genau 50 weitere Schreine. Wo sollen denn die bitte noch alle sein? Weil das hat geheißen, 152 Schreine gibt es im Spiel, so fehlen mir jetzt noch 50 Schreine. Wo bitte sind die alle? Wo hat Nintendo denn noch 50 Schreine in dem Spiel versteckt? So, und vor allem, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie zur Hölle komme ich jetzt hier hin? Hier gibt es weit und breit kein Loch, was in den Untergrund führt. Also halt wirklich nirgendwo. Außer, ja hier, aber dann sind wir da. Ich glaube, von hier kommst du da aber auch nicht hin. Von hier? Weiß ich jetzt nicht. So, ich will mal kurz was ausprobieren. Ja.
Jawohl. Oh. Ah, das will schon wieder so. Alarm, Attacke. Brechen gleich alle Tiere in Panik aus, wenn ich hier aus dem Boden komme. Wollt euch nicht erschrecken, meine lieben Tiere. Meine lieben Tiere des Waldes, ich wollte euch. Ich tue euch doch nichts. Dann gibt es ganz viele Pilze. Glutling, Schleichling, Hyrule-Pilz. Und. So, hat sich hier vielleicht wieder ein Krog versteckt? Yes, sir. Stinky. So, hier, halt mal. Der 30. Krogsamen hier im Moment. Warte mal, wie teuer war das nochmal? 35, oder? Für noch einen Waffentaschenslot bei Marunus. Das heißt, noch 5 Samen mehr. Oh je, oh je, oh je. Ich fühle immer noch so viele Krogs, bitte. Wo verstecken sich diese kleinen Dreckspisser denn alle? Ich habe keinen Bock, die alle zu suchen. So, weiß irgendjemand, wie man hier hinkommt? Weil von hier geht es definitiv nicht. Und von hier, glaube ich, geht es auch nicht. Oder muss man jetzt von hier so richtig übelst den Umweg nehmen? Also es muss irgendwie... Irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, dass man da zu dieser Markierung kommt. Oh, warte mal. Okay, wait. Gerade ein Krogrätsel entdeckt. So, grabben. Und dann einfach hier draufsetzen. So. Yes. Du hast mich gefunden. Bro, wie oft soll ich es denn noch sagen? Hier hin. Zu der Markierung. Hier möchte ich hin. Hier hin. Das ist... Naja, so... Da. Aber hier ist kein Loch. Dann da die Wahl. Wie zur verfickten Hölle kommt man da hin? Von der... Nordöstlich über die Wüste? Also von da? Da? Aber dann bin ich ja hier. Nee, das kann nicht sein. Das ist Quatsch. Das kann nicht stimmen. Das stimmt auf gar keinen Fall. Da, wo Koga reingefallen ist. Dieses Hole. Ach nö. Wieder Blutmond. Bro, ich brauch den nicht. Warum ist denn jetzt schon wieder Blutmond? Ich brauch das nicht. Ich will jetzt keinen Blutmond. Imagine, ich hätte die jetzt gerade getötet und dann, ne, Blutmond und zack, leben die wieder. Das wär's gewesen. So, halt deine Klappe fix, Zelda, damit wir wissen, wer du bist.
Nein, mein älterer Breitschwert. Ich hasse dieses Waffensystem. Bro, kann der mal sterben? Dankeschön. War nicht auf dem Saturnberg dieses komische Vieh? Was hier nicht irgendwo? Das Master Shot blinkt rot, weil das gerade kurz davor ist, seine Kraft zu verlieren und dann kann man es ja länger nicht einsetzen. Das ist wie in Breath of the Wild. Daran hat Nintendo leider auch wieder nichts geändert, auch wenn man es jetzt ebenso mit Materialien synthetisieren kann, aber man kann auch das Master Shot nicht unendlich oft benutzen. Das wird zwar nicht zerbrechen, aber es hat halt trotzdem dann, ich glaube so 10 Minuten oder so, kann man es dann nicht mehr verwenden. So, Stinky, was geht? Ich hasse dich auch. So, hier für dich. Ach schade, es ist wieder weg. Das konnte man... In Breath of the Wild konntest du das Ding doch reiten. Und du konntest es leider nie bei einem Stall registrieren. Das war richtig schade. Dieser Saturi. Man konnte auf dem reiten. Aber im Stall registrieren ging nicht. Weil Nintendo einfach fies und gemein ist. So, warte mal, wo... Okay, das ist der Zornabbruchschrein, den hatten wir schon. Aber hier ist eine Höhle, Leute. Entdeckt. Höhle am Saturiberg. Das andere war nämlich die Höhle unterm Saturiberg. Sie können einfach nicht die Finger von mir lassen.
Ja, also ich habe ja schon oft genug darüber geredet, mich oft genug darüber beschwert. Ich persönlich finde, dass das der größte Blödsinn überhaupt ist, dass Waffen in dem Spiel zerbrechen, weil da geht eigentlich der Sinn an sich verloren. Waffen zu sammeln, weil du kannst dich nicht mal darüber freuen, wenn du irgendeine super seltene Waffe findest oder irgend so eine ganz besondere Waffe, zum Beispiel hier, ne, Schatten-Zweihänder. Bekommst du, wenn du Glück hast, vom Ganondorf-Amiibo, ist ein super seltener Drop, ist einzigartig, kann aber trotzdem kaputt gehen. Ist doch voll scheiße. Das möchte ich eigentlich gar nicht benutzen. Am liebsten würde ich es in Links Haus ausstellen. Damit dem nichts passiert. Genauso wie auch hier der Seewind-Bumerang aus Wind Waker. Möchte ich eigentlich auch nicht einsetzen. Ist mir auch zu wertvoll. Also ich finde das einfach so unfassbar unnötig. Und kein anderes Spiel, außer Tears of the Kingdom und halt in Breath of the Wild, kein anderes Rollenspiel oder Action-Adventure, hat so ein Waffenhaltbarkeitsgedöns. Ne? Das gibt es in keinem anderen Spiel sonst. Also, weiß nicht, was ich in Nintendo darüber gedacht habe, aber ich finde, das ist die dümmste Scheiße überhaupt. Das ist einfach nur sowas von unnötig. Es ist sowas von unfassbar unnötig. Weil das hat kein anderes Zelda-Spiel jemals gebraucht. Weil es einfach nicht notwendig war. Und hier hat sich Nintendo einfach eingebildet, dass das unbedingt sein muss. Aber fragt mich bitte nicht, wieso. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und ich kann auch Leute nicht verstehen, die sagen, dass sie das gut finden. Weil das ist nicht gut. Das ist scheiße. Ja? Das Waffenhaltbarkeitssystem in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist ein Haufen Scheiße. Und jeder, der was anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Und soll besser still sein. Es ist der größte Bullshit. Das braucht kein Mensch und vor allem keiner hat danach gefragt. Kein Zelda-Fan auf der ganzen Welt hat jemals gesagt, boah, ich fände es ja eigentlich ganz geil, wenn im nächsten Zelda-Spiel die Waffen mal kaputt gehen. Nobody asked for this. Ja? Keiner hat danach gefragt. Aber Nintendo hat es einfach trotzdem gemacht. Weil die einfach dumm sind. Weil die nicht wussten, wie sie es anders in dem Spiel irgendwie scheinbar anders regeln sollen. Aber da hätte es sicher bessere Möglichkeiten gegeben, weil es ist einfach so schwarz, also ein Schwachsinn. Es ist schon nervig genug, wenn das Inventar begrenzt ist und du das nur mit Krogsam erweitern kannst, aber dass die Waffen dann auch noch kaputt gehen und du kannst sie nicht mal reparieren, ist einfach Schmutz in meinen Augen. Es ist einfach Schmutz. Das hätte es nicht gebraucht. Also das Spiel hätte auch wunderbar ohne Waffenhaltbarkeit funktioniert. Aber du kannst ja trotzdem dann, wenn du eine stärkere Waffe findest, kannst du eine andere trotzdem dann wegwerfen. Weil das Inventar ist ja trotzdem nicht unendlich. Also was bitte soll diese dumme Scheiße, Nintendo? Ich will das in keinem weiteren zukünftigen Zelda jemals wieder sehen, dass es diese dumme Waffenhaltbarkeit gibt. Da kriege ich das große Kotzen. Das braucht einfach niemand. Es ist so unnötig. Keiner hat danach gefragt. Niemand hat darum gebeten, dass in Zelda mal Waffen kaputt gehen. Und vor allem nach 3, 4, 5 Schlägen. Das ist überhaupt der größte Schwachsinn. Die Waffen zerbrechen alle wie Glas. Also das hat für mich persönlich Breath of the Wild so ein bisschen auch kaputt gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Waffenhaltbarkeit einfach ein dickes, fettes Minus. In meinen Augen. Ein ganz dickes, fettes Minus. Da ist nichts daran, ist daran geil. Überhaupt nichts. Es nervt einfach nur und es nimmt dem Spiel eigentlich den Sinn, dass man Waffen an sich sammelt, weil wenn die dann eh kaputt gehen, was habe ich denn dann davon? Dann brauche ich die ja gar nicht mitnehmen. Dann brauche ich die Waffen ja gar nicht sammeln, wenn die eh irgendwann im Arsch sind. Es ist Schwachsinn. Es ist absoluter Schwachsinn. Ich will das in keinem anderen Zelda jemals wieder drin sehen. Mach das bitte weg.
Das brauchen wir wirklich nicht nochmal. Das hat 30 Jahre ohne funktioniert und dann bilden sie sich ein, es muss unbedingt eine Waffenhaltbarkeit her. Wozu bitte? Wozu? Wenn ich eh nicht unendlich Platz im Inventar habe, dann muss ich mich sowieso darauf achten, welche Waffen ich mitnehme, weil ich eh nicht unendlich tragen kann, weil irgendwann ist das Inventar ja so oder so voll und dann kann ich immer noch sagen, yo, ich habe jetzt gerade eine starke Waffe gefunden, habe aber keinen Platz mehr, naja, dann muss ich mich wohl von einer anderen Waffe trennen, dann muss ich die wegwerfen, dann geht es ja eh nicht anders. Aber so ist das einfach nur ein Haufen Bullenscheiße. Aber das kapiert Nintendo einfach nicht. Die lassen sich auch noch dafür feiern. Das kotzt mich einfach an. Weil die finden das auch noch gut. Die denken auch, Waffenhaltbarkeit ist doch geil. Bleibt in den nächsten 10 Zelda-Games auch drin. Super. Ganz tolle Idee, Nintendo. Wirklich ganz, ganz toll. Macht mir Zelda einfach noch mehr kaputt, als es eh schon kaputt gemacht wurde. Dann weiß ich, was kommt denn als nächstes? Ausrüstung geht kaputt? Das nächste Zelda hat dann Kleidung, die kaputt geht. Oh, schade. Dein grimmiger Gottheitgewand ist gerade kaputt gegangen. Blöd. Musst du wohl Neues machen. Nee. Fick einfach Waffenhaltbarkeit. Es braucht kein Mensch. Jedes andere Action-Adventure-Rollenspiel funktioniert ohne diesen Quatsch. Und wenn, dann kann man Waffen wenigstens reparieren. Ja? Ich sag zum Beispiel nur Oblivion, Elder Scrolls 4. Da gehen Waffen auch kaputt. Aber du hast die Möglichkeit, sie zu reparieren. Ja? Es gibt ein eigenes Item, den sogenannten Reparaturhammer. Es gibt sogar einen Skill dafür. Ja? Es gibt eine Schmiedefertigkeit, die du lernen und trainieren kannst, um Ausrüstung nicht nur zu reparieren, sondern nein, sogar verbessern kannst du die, wenn du den Skill hoch genug gelevelt hast. Kannst du das sogar verbessern? Wie geil ist das bitte? Du kannst das sogar verbessern. Wenn du diesen Skill in dem Spiel hoch genug gelevelt hattest, du konntest Ausrüstung sogar verstärken und verbessern und die war dann krasser als vorher. Warum gibt es sowas in dem Spiel nicht? So, entdeckt Höhle unter dem Tempel der Weisen. Ne, stattdessen wurde das halt mit den großen Feen gemacht, aber das wäre doch zum Beispiel mal eine Idee. So, ne? Ja, Bro, ich nutze diese Octoroks aber nicht, weil ich nie daran denke. Außerdem sind die ja nicht immer überall da. Die sind ja nicht immer da. Also ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Octorok gesehen habe. Hier unten gibt es definitiv keine. Also muss halt einfach... Muss dann einfach nicht sein. Was bitte stimmt das mit meiner Facecam nicht? Ich weiß selber, dass ich keinen Greenscreen habe. Na und? Wen juckt das? Ich habe keinen Platz dafür. Da soll ich mich ein bisschen so anders hinsetzen, ein bisschen höher so. Dass man den Oberkörper besser sieht. Noch mehr rangehen kann ich schon nicht mehr. Das hat jetzt über 100 Stunden niemanden gestört. Auf einmal kommt jemand und sagt, hier, wow, Facecam mach mal besser. Was soll ich denn besser machen?
Außerdem kann ich nie, es ist bewusst, das Bild ist bewusst hineingezoomt, ja? Das ist bewusst so bei mir, ich habe das absichtlich so. Und das bleibt auch so. Das einst zu Ehren der Weisen in diesem Schrein verwahrte Schwert Hut nun in Deubran, nördlich des Walds von Hyrule. Okay. Gut zu wissen. Wie komme ich zu dem Drecksvieh? Zu dem muss ich irgendwie hinkommen. Moment mal. Aber wie? Als ob er sich da nicht einfach durchquetschen kann. Ja, also, was das angeht, da muss ich schon sagen, das ist ein kleines Plus. Gut, dass es hier in dem Spiel ein Rezeptebuch gibt. Eigentlich was Selbstverständliches, aber das gab es in Breath of the Wild, gab es das einfach nicht. Breath of the Wild hatte einfach kein Rezeptebuch. Also umso besser, dass Tears of the Kingdom wenigstens eins hat. Weil ist schon nice, wenn ich jetzt hier einfach das Menü aufmache, gehe hier auf Proviant, drücke hier auf X und dann, ne, kann ich mir hier das ganze Essen angucken, was wir schon gekocht haben. Auch diverse Variationen davon, wenn es welche gibt. Die haben das ja nicht mal in den DLC nachgereicht, oder? Bei Breath of the Wild. Da gab es ja nicht mal in den beiden DLCs dann später noch ein Rezeptebuch, oder? Die haben da einfach nicht dran gedacht. Guck mal, das ist sogar nummeriert. Es gibt einfach über 100... 60, nee, noch mehr. Okay, wahrscheinlich 200 oder so. Hm? Über 200, holy moly. Es gibt über 220 Gerichte, die man in dem Spiel zubereiten kann. Da ist schon klar, dass man ohne Rezeptebuch die Übersicht verlieren würde. Also gut, dass es das gibt. So. Also, wo habt ihr jetzt gesagt? Wo ist nochmal? Das war doch hier. Ja, warte mal, ich muss zum Turm in der Gerudo hoch, aber let's fucking go. Hier sind wir fertig. Na, wahrscheinlich wird Pikmin 4 mein Game of the Year, aber kann ich noch nicht sagen.